Unsere Aufgabe ist es heute, den Menschen zu helfen. Mirkan, guck mal, der wurde von einem Stachelschwein angegriffen. Oh, ouch. Und unsere Mission heute als Doktor ist natürlich, hier das Ganze zu entfernen, es infizieren, ne? Guck mal, hier schön. Oh, guck mal, wie der da schreit, der Arme, ne? Ey, der Arme. So, und jetzt kommt noch ein schönes Pflaster hier rauf. So, und zack, jawohl. Und der ist wieder glücklich. Und heute werden wir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz vielen Menschen helfen. Lasst deswegen dafür schon mal ein Like da. Und was hat sie? Oh nein, guck mal, was sie hat, Bro. Oh. Was ist denn das? Das sind so Mandelsteine, glaube ich. Ne? So, guck mal, hier schön. Zack, die einmal ablasern. Oder ist es eine Wasserpistole? Könnte eine Wasserpistole sein, ne? Ich glaube, das ist eine Wasserpistole. So, jetzt werden wir schön alles hier wegmachen. So, und zack, ich glaube... Oh, jetzt kann sie wieder singen. Oh, das ist eine Sängerin. Bam, bam, okay. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und was hat die denn jetzt hier gerade gemacht? Okay, ich glaube, wir müssen die Farbe an die Farbe bringen, ne? So, grün kommt hier ran. Pink kommt hier oben ran. Gelb da und orange da. Oh, jetzt macht sie ein EKG. Guck mal, jetzt läuft sie gerade. Und jetzt sprintet sie. Oh, und sie tanzt. Okay. Das ist auf jeden Fall auch echt verrückt. Oh, was können wir hier machen, Mirkan? Das sieht aus... Ich glaube, der hat was im Fuß, ne? Ich glaube, wir entfernen das mal lieber. Oh Gott. Warte, und nochmal... Oh. Oh, was, oh, das war ein Nagel, aua. Das war ein Nagel, Alter. Das ist in den Nagel reingetreten. Das ist mal schön jetzt mit der Wundsalbe rübergehen. So, und dann auf jeden Fall nochmal ein schön dickes Pflaster drauf machen. Und noch eins. Oh, der Arme, Alter. Einfach in ein Pflaster reingetreten. Nein, oh, nein, der Arzt ist ausgerutscht in Kacke oder was auch immer das ist. Und okay, erstmal jetzt die Hand waschen oder was? So, hier ganz kurz mal ein bisschen rübergehen mit der Seife. Okay, hat das schon gereicht. Hier schön die Hände waschen, ne? So, einmal hier auch die Arme. Beide? Oh, das über Arme vergessen. Nein, hab ich gemacht hier. Und jetzt ist einmal... Oh, ja. Und rein in die Handschuhe. Ey, wie viel Geld wir gerade bekommen, ne? Und jetzt haben wir erstmal einen Kollegen, den wir hier anscheinend verarzten müssen. Was ist das jetzt hier? Guck mal, schön einmal zack, zack. Und zack, jetzt kommt die ganze Salbe über seinen Bauch. Oh, ich glaube, der hat die Krätze. Ich glaube auch, dass er die Krätze hat oder sowas. Na, der muss sich mal rasieren. Okay, nein, sag jetzt nicht, der ist schwanger. Was ist denn das? Okay, hier. Oh, warte. Hier ist die linke Niere, glaube ich, ne? Da ist die rechte Niere. Und oh, er hat Nierensteine. Oh, der Arme. Okay, das heißt, wir müssen die auf jeden Fall erstmal entfernen. Oder haben sie jetzt schon entfernt? Was hat sie jetzt gerade? Ich glaube... Oh. Sieht aus, als hätte sie ein bisschen schiefe Zähne. Wollen wir da mal ein bisschen helfen? Natürlich. So. Also wenn das so leicht wäre, ne? Die Zähne gerade zu machen, das wäre schön. Und jetzt lächelt sie. Also kurz die Zähne umgesteckt. So leicht funktioniert natürlich nicht, aber hat trotzdem gut funktioniert. Guck mal, der muss jetzt hier ein MRT machen, ne? Aber das Problem ist, Bro, was ist das Problem? Was denkst du? Dass er mit Metall, also man darf ja nicht mit Metall reingehen und er, guck mal, was er noch alles hat. Genau, anhat, ne? Guck mal, die Sonnenbrille wegmachen, die Kopfhörer. Die Kette und die Uhr. So, und jetzt kannst du rein, Kollege. Ohne die ganzen Sachen. Deswegen einmal piep, 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 piep. Alles schön abscannen, ne? So, leg deinen Kopf nach unten. Mach deinen Arm noch gerade. Guck mal, der stellt sich aber auch an, ne? Der stellt sich aber auch. Und jetzt hier reinschieben, den rein Jungen, ne? Rein mit dir, Junge. Rein mit dir, Kollege. Was haben wir jetzt hier? Irgendein Fußballer. Der hat... Was? Oha. Ist irgend so ein Viech oder so. Das machen wir mal ganz kurz hier weg, das Ding, ne? So. Schön da Insektenspray drauf machen. Vielleicht ne, ist doch auch sein Haustier. Ja, könnte auch sein Haustier sein, ne? So eine Mantis. So, und jetzt hier schön mit den... Und ab, weg damit. Oh, und schön fallen lassen da rein, ne? Hier kommt noch ein Pflaster drauf. Einmal abziehen hier. Links, rechts und dann hier einmal schön das raufmachen. Okay, und jetzt geht's den Leuten wieder besser, ne? Ja, jetzt geht's auf jeden Fall schon viel besser. Ulala, okay, wer bist du? Die kommt für ein Jobinterview, Mirkan. Warum möchtest du den Job haben? Anscheinend sagt sie, dass Menschen helfen ihre Passion ist. Okay, hat sie schon Erfahrung? Sie hat einzigartige Fähigkeiten, sagt er. Sagt sie. Okay, dann ist sie, eingestellt, sag ich jetzt mal so, ne? Eingestellt. Oh, schnell. Schnell, wir müssen, oh nein, die Tür. Oh, die Flasche einsammeln. So, hier die ganzen, müssen die Flaschen nicht einsammeln, müssen Infusionen füllen. Oh, hier gehen immer wieder Türen auf, Mirkan. Vorsichtig. Hier nochmal ganz kurz durchgehen. Hier nochmal die Flasche mitnehmen. Hier ist rutschig und alles. Oh, wo kommt die denn her?
Wo sind die denn her? Hier nochmal eine Flasche, da noch eine Flasche, hier. Oh mein Gott, wo kommen die alle her? Oh, vorsichtig. Wir haben es fast geschafft im ER-Raum. Und ab geht's, ab in die Operation mit dem Kollegen. Sehr gut. Was ist jetzt seine Mission? Oh, wir müssen mal das T-Shirt hochheben, Bro. Oh, okay. Checken wir mal doch mal sein Herz ab, ne? Mhm. Ist auf der linken Seite. Und dann hier unten nochmal ganz kurz bisschen einmal horchen nach seinem Atmung. Okay, linke Niere war in Ordnung. Wie sieht's aus mit den, oh, hier oben nochmal ganz kurz, mit den Lungen vielleicht. Oh, Lungen sind auch gut. Was mit der Leber hier? Die Leber, auch alles in Ordnung. Also er hat anscheinend einfach nur so einen Check gemacht, ob bei ihm alles okay ist. Oh, was? Wir haben eine Kettensäge, Bro. Wollen wir die, wir kaufen die mal, okay? Nein. Oh nein. Ach so, okay, wir machen mit der Kettensäge, machen wir den Gips auf. Ach so. Bisschen krass, oder nicht? So, hier oben schon mal die Hälfte ab. Dann hier einmal, zack. Oh Gott, bloß nicht ins Bein. Ins Bein reinmachen, ne? Und dann hier noch einmal ganz kurz. So. Oh ja. Und hier schön aufhämmern. Bam. Bam, bam, bam. Den Gips ab, ne? Weil der Fuß gebrochen war. Warte. Genau so. Hier nochmal. Und zack, ist der Fuß frei. So ist es doch gut. Was hat hier unser Schnurrbartkollege? Was ist denn das, Bro? Ein verwachsener Nagel. Verwachsener Nagel, du sagst es. So, dann machen wir das erstmal hier so ein bisschen sauber. So, zack. Okay, oh, jetzt da gerade gar nichts mehr, ne? Das muss einmal hier schön so einmal wieder ordentlich machen. So, hier noch so ein bisschen, da noch so ein bisschen. Okay, sieht doch eigentlich wieder gut aus. Sein Nagel ist wieder heil geworden dank uns, ne? Mhm. Und hier der Boxer, der hat anscheinend voll auf die Möse bekommen, Alter. Der ist anscheinend, oh, die Zähne. Okay, wir müssen, welcher Zahn kommt wohin? Der Große. Der Große kommt dahin, ne? Der kommt in die Mitte. Der hier kommt nach unten und der kommt hier oben links. Und dann machen wir noch mal ein bisschen hier, zack, das so ein bisschen sauber, ne? Hier, so, okay. Und dann noch mal ein bisschen die Zähne bürsten. So, hier schön einmal. Hey, das möchte ich auch. Ist so, das will ich auch, dass es so schnell so weiß geht. Und guck mal, er ist auf jeden Fall wieder am Start. Ready to box, sagt er. Und Level 5 haben wir auch geschafft. Was ist jetzt mit ihm? Oh, er hat Kopfschmerzen. Oh, nee, oh mein Gott. Was hat der denn da gemacht? Okay, ich glaube, ich... Desinfizieren? Oder ja, ist das ist ja voll infiziert war das irgendwie da oben, ne? Welche Läuse. Guck mal, jetzt kommen wir mal schön... Was ist das denn? Hä? Wir geben eine Haartherapie oder sowas. Guck mal, jetzt werden hier schön die Haare wachsen. So, hier einmal mal oben rein und so. Hier auf jeden Fall mal schön. Und ja, und schon sieht man nichts mehr. Ey, wie cool ist das denn, wenn das funktionieren könnte in echt? Was hat der jetzt? Der hat irgendwas im Ohr. Was kommt da alles raus? Guck mal, wie wir da so reinsprühen die ganze Zeit. Sprüh. Aber was sagt uns das? Putz eure Ohren. Putz eure Ohren, Leute. So, mal gucken. Jetzt hier schön mit dem Q-Tip alles rausnehmen. So, also einmal. Irgendwie auch satisfying, ne? Irgendwie sehr, sehr satisfying, muss ich sagen. Jetzt kann er wieder Tiere furzen hören, Alter. So gut kann er jetzt wieder hören. Okay, wir sehen jetzt hier gerade ein paar Bakterien. Und, oh, die müssen wir anscheinend einmal eliminieren. So, weg mit euch, ne? Weg mit euch alle. Hier, oh mein Gott, die bewegen sich jetzt sogar. Alter, die bewegen sich, die Bakterien. Weg mit, oh, der böse Bakterienboss. Komm her, du böser Bakterienboss. Wir holen dich. Kein Problem. Oh, wow. Alter Schwede, haben wir erstmal den bösen Bakterienboss besiegt, ne? Oh, was ist da? Oh, wir müssen jetzt, glaube ich, hier einmal ganzes Bop gegenhauen. Eine Spritze. Wie das immer die Ärzte machen, ne? Die hauen immer mit dem Schnipser dagegen. So, dann machen wir mal den Deckel auf, ne? Machen wir hier ganz kurz den Deckel auf, Kollege. Und dann kommt hier die Spritze rein. Also schön einmal abfüllen hier das ganze Ding. So, die Impfung einmal bitte. So, ne? Wie man es so macht. Und dann wird sie gespritzt. Oh, was ist... Ah, okay, das können wir nicht holen. Aber ich bin gespannt, ob wir nochmal die Kettensäge irgendwann einsetzen können. Was ist denn das? Sag jetzt nicht. Sag mir bitte, jetzt ein Eiterpickel. Wow, und ihr, oh, was ist das ekelhaft. Und hier auch nochmal raus, yo. Und okay, und jetzt kommt eine schöne Wundsalbe rauf, ne? Einmal schön raufmachen, hier einmal schön raufmachen und hier einmal schön raufmachen. Boah, ist das eklig, Alter. Das ist doch richtig eklig. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt auch schon mal Level 20 geschafft. Nein, er hat einen
Ex-Girlfriend-Tattoo. Es hat sich entzündet. Und es hat sich auch noch entzündet, Alter. Oh Gott, Kollege, komm. Wir wischen das jetzt einfach ab. Was? Ach, der mag das. Oh nee, wir lasern das jetzt weg. Guck mal, wir lasern das jetzt weg hier, dieses blöde Tattoo. So, hier schön wegmachen einmal. Hier das Ding. So nochmal, ja, den kleinen Fitzel hier oben. Und dann piep, 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 piep. Hier schön nochmal rüber lasern. So, und das Tattoo ist weg. Also, eigentlich brauchen wir dafür ein paar Sitzungen. Oh, wir haben einen Special-Charakter. Ein Alien. Komm, mal gucken. Was? Wir machen jetzt hier so einen Scan von so einem Alien. So, mal gucken, was geht denn da so ab? Hier ist der Kopf. Oh, was? Er hat einen Knochen gebrochen, das Alien. Wie geht das denn, bitteschön? So, dann müssen wir das hier einmal ganz kurz so umgipsen, ne? Jetzt wird das hier schön verarztet. So, einmal hier schön verarzten, einmal hier zack, okay. Und dann ist der anscheinend direkt wieder geheilt, nur weil wir da einen Verband drum gemacht haben. Oh, was geht denn bei ihr ab? Ich glaube, Auge. Nee, okay, was ist denn hier? Ist da irgendwas? Ach, okay. So, du checkst gerade. Nach links gucken. Ob es ihr gut geht, ja. Unten gucken. Und kann sie nach oben gucken auch? Ja. Also sieht eigentlich alles in Ordnung aus bei ihr, ne? Also sieht auf jeden Fall keine Gehirnerschütterung. So, wie sieht's aus in dem Knie? Ja, Reaktion ist da. Und Reaktion ist auch da. Okay, also alles scheint so gut zu funktionieren. Okay. Okay. Danke für den Zwinker. Okay, da müssen wir einmal hier ganz kurz rasieren. So, so, einmal hier schön rasieren hier die Beinhaare. So, und hier aus nochmal. Und hier, okay, jetzt haben wir eine fette Spritze oder sowas. Oder was machen wir jetzt hier gerade? Hä? Was machen wir denn da gerade? Wir ziehen da irgendwas raus oder so, ne? Eine Ader oder? Was ist denn das jetzt hier? So, hier einmal schön rausgezogen. Boah. Schau es dir doch mal an, Alter. Das ist da richtig... cool. Oh, okay. Jetzt nehmen wir hier das Ding und das Ding. Und das müssen wir, glaube ich, vermischen, oder was? Ja. Okay, und jetzt müssen wir das da reinfüllen, damit es perfekt wieder gerade ist, ne? So, dann haben wir die Reagenzgläser auch getrennt, was auf jeden Fall auch sehr, sehr gut ist. Oh, das Ziel ist es, dass wir das Ding so haben. Mit dem Kopf unten. Dann machen wir mal den Kopf nach unten. Das Ding kommt nach oben. Oh. Oh, ja. Und das war's schon. So wird er jetzt operiert, oder was? Okay, was glaubst du, was hat der hier für ein Problem, Mirkan? So, einmal jetzt hier schön das abmachen. Dann einmal den abmachen. Das hier schön abmachen. Und das hier abmachen. Und jetzt nochmal hier schön das abmachen. Okay, mal gucken. Ja, oh, sein Rücken. Jetzt muss er erstmal hier so eine Dings tragen. Und das T-Shirt wieder anziehen. So, alles entspannt hier. Den geht's wieder gut, dem Kollegen. Alles entspannt, Tarino. Der ist, glaube ich, ein bisschen verstrahlt, ne? So. Guck mal, der fährt jetzt hier mit der Hand einmal ran. Ach, entladen. So, ich glaube, das muss der irgendwie hier einmal so und entladen einmal. Und guck mal, zack, jetzt geht die Glühbirne an. Was? Jo, wie viel Energie der abgibt. Jo, und er wird wieder normal, hä? Also, das... Er wurde einfach entladen. Okay, was ist das hier? Hier müssen wir jetzt erstmal gelb nehmen, ne? Erstmal gelb. Hier reinmachen bei der Infusion oder sowas. So, dann nehmen wir Rot. Machen Rot hier rein. Und nehmen wir einmal... Ah, verdammt, weg damit. Einmal wegsaugen. So, dann machen wir hier Blau. Und das kommt dann auch hier oben rein. So, okay, auch... Oh, auch sehr gut. Das hat kriegt ihre Infusion und alles gut jetzt bei ihr. So, wie können wir jetzt hier am besten Platz freimachen? Ich würde sagen, das kommt nach unten. So, so und durch mit ihm, oder was? Oh, jetzt kann er doch dann nicht kommen. Wow. Das war's schon. Das war relativ einfach. Das war sehr, sehr einfach. Oh nein, was hat der da denn? Oh, der musste erstmal, es muss gekühlt werden. Er hat sich verbrannt. Das sind Brandblasen da drauf, ne? Hier noch eine schöne Wundsalbe. So, einmal jetzt hier schön raufmachen. Das und sieht dann schön lecker aus. Verband rum. So, genau, sieht echt lecker aus. So, guck mal jetzt hier, zack. Und optimal für ihn, sehr gut. Was hat sie jetzt hier? Oh. Die kriegt den Ring nicht ab, Bro. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen Öl einmal oben, einmal unten nochmal hier. Geht's unten? Nee, ich muss die einfach nur ein bisschen Öl hinmachen. So. Ist das Kleber? Nee, das ist so ein Öl. Und jetzt können wir den Ring nämlich darüber abziehen und müssen dann noch so ein bisschen drehen. Oh Gott. Und er ist ab, der Ring. Und sie freut und sie sich. Direkt. Die danced einfach direkt. Na, sie ist einfach direkt am Dancen. Was hat der jetzt hier? Der hat eine Münze in seinem Darm. Oh, den müssen wir jetzt mal... kurz raushelfen, ne? So, einmal. Oh, das tat ihm weh. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht wehtun. Oh, vorsichtig. So, jetzt hier nochmal schön die Münze nehmen. Oh nein.
Oh oh, und nach oben einmal bitte. Und hier mit dem Magneten. Oh, die Münze ausgespuckt. Warum schluckt ihr überhaupt erst eine Münze? Weiß ich auch nicht, warum man das macht. Oh, was ist hier? Oh, hier geht's gar nicht gut. Ah, hier müsste man nochmal... Ah ja, Mund müsste man Fieber. Mit Fieber. Aber anscheinend extrem doll. Und wie viel hat die? Oh, erstmal jetzt hier ein bisschen Eispack, ne? Alles wieder gut machen. So, alles wieder... Und anscheinend geht's ihr direkt wieder besser. Hier ein bisschen Vitaminbieren. Oh. Oh, alles rein hier. Die Haribos kriegt sie jetzt hier, die Vitaminbeeren. So, alle geschluckt jetzt hier und der geht's anscheinend direkt wieder besser. Wenn es so in echt wäre, wäre ja auch echt schön, ne? Dass sie jetzt hier sieht anscheinend ein Problem, dass man eine Unterschrift hier machen, ne? So, zack, zack, zack. Und das ist ihr Rezept, ja. Also man weiß auch gar nicht, was die Ärzte manchmal hinschreiben, ne? Hier, jetzt kommt das hier einmal, so, zack. Hier, ich sollte Arzt werden, wie gut ich das kann. So, sie kriegt jetzt auch hier ihr Rezept und er so, oh, harte Arbeit, ne? So schön geschrieben, denkt er sich so. So viel Mühe gegeben. Was ist denn das jetzt hier? Hier mixen wir die einmal ganz kurz zusammen, ne? So. Hier einmal gelb plus blau ist gleich grün. Und dann kommt das hier schön erstmal mit Tropfen hier rauf. So, optimal einmal. Achtung, hier noch ein paar Tropfen. So, nochmal hier. Ja, okay. Und nochmal hier schön einmal verschmieren. So. Und schon ist der Ausschlag weg. Ja, geht's ihm wieder gut. Optimal. Leute, damit haben wir heute anscheinend mega, mega vielen Menschen das Leben gerettet und ihnen einfach geholfen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Mail sehen möchtet. Checkt einfach hier das Video aus. Einfach draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.